Der 180-Euro-Schuh von New Balance hatte eine perfekte Qualität. Auch in Sachen First Touch und Beigefühl konnte uns der Schuh überzeugen. Nur der Komfort war mangelhaft. In der Einlaufzeit hatten wir Probleme an der Ferse. Zudem hatten wir dauerhaft Schmerzen an der Fußinnenseite. Dort wurde das Material auch nach mehreren Trainingseinheiten nicht weich. Wir würden sagen, dass der Schuh perfekt wäre, wenn man keine Komfortprobleme hätte. Da diese aber da sind, bekommt der Furon die Sportplätzer D-Note 4+. Wir verlosen auch den Furon 2.0, da wir die 1000 Abonnenten erreicht haben. Als erstes müsst ihr den Kanal abonnieren. Zweitens müsst ihr das Video liken und kommentieren. Und als letztes müsst ihr uns auf Snapchat und Instagram folgen. Dann danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.